Dynamo. Gut 200, 300 Gästefans aus Leipzig sind dabei und bejubeln die Führung. Der Fehler von Cottbus, sie kriegen den Ball nicht raus und dann zieht Pieplitzer ab und trifft zum 1:0 für die Gäste. Eisenhut ist es, der nicht entscheidend klären kann. Und dann macht Zack Paulo Pieplitzer sein erstes Regionalligator überhaupt. So wichtig für Lok Leipzig. Der Glaube ist zurück. Der Aufstieg plötzlich wieder im Bereich des Möglichen. Man hatte ihn mehr oder weniger schon abgehakt, hat ganz deutlich nach den schwachen Ergebnissen in den letzten Wochen erklärt, wir müssen uns davon verabschieden, wir brauchen nicht mehr rumzurechnen, in diesem Jahr wird es nichts. Und plötzlich patzt der BFC und plötzlich ist Lok wieder im Rennen. Zuletzt das 1:0 gegen Babelsberg und jetzt die frühe Führung gegen das Team von Pele Wollitz. Traumstart für die Jungs aus der Messestadt. Wir bitten nochmal um Entschuldigung für die Tonprobleme zu Beginn dieser Übertragung. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Livestream. Lok Leipzig zu Gast in Cottbus. Der vierte beim sechsten. Und es hätte kaum besser beginnen können für den ersten FC Lok. Pieplitzer, der Torschütze. Wir fliegen schnell über die Startformationen und beginnen mit den Gastgebern. Bei Energie Cottbus im Tor Elias Bethke. Erst sein zweites Regionalligaspiel, weil Toni Stahl zuletzt muskulär angeschlagen fehlte. Heute zwar wieder zurück auf der Bank, aber noch nicht fit für einen Einsatz von Beginn an. Bethke mit seinem ersten Regionalliga-Gegentor in Spielminute 4. Davor Hildebrand und Eisenhut in der Innenverteidigung, Borgmann und Hasse auf Außen. Im 4-3-3-System Jonas Hofmann auf der Sechserposition, Pronicev und Putze auf 8. Vorne Zografakis, Engelhardt und Mäder. Wieder der Einwurf für Lok. Aus genau dieser Situation ist die Führung entstanden. Diesmal bekommt Energie das Ganze in den Griff. Lok hält trotzdem den Druck hoch. Jamal Ziane mit der Grätsche. Es gibt den Abstoß für Bethke. Lok Leipzig spielt mit folgender Elf. Im Kasten Jan-Ole Sievers. Davor in der Innenverteidigung Sirch und Heinke, der erneut den Vorzug bekommen hat vor Mike Egelseder. Ballgewinn Pieplitzer, bekommt die Kugel nicht unter Kontrolle. Über links in der Defensive Salewski, rechts kehrt Berger nach Verletzungspause zurück in die Startformation. Doppel-6 Abderrahmane und der Torschütze Pieplitzer auf 10. Natürlich Sascha Pfeffer über rechts mit Tempo. Ogbidi über links Wufak. Zuletzt als Außenverteidiger im Einsatz. Er ist so flexibel. Er kann es rechts wie links, er kann es offensiv wie defensiv. Heute also die linke Angriffsposition im Mittelfeld und ganz vorne, wie eben gesehen, Jamal Ziane. Putze auf Engelhardt. Und die Möglichkeit zum Ausgleich für Tobias Hasse. Hat da plötzlich so viel Platz, gibt Applaus von Pele Wollitz für den Mann, der bei ihm als Außenverteidiger gesetzt ist und immer wieder durch Offensivdrang glänzt. Er hat in dieser Saison schon ein Tor gemacht, über das man sich bei Lok durchaus gefreut haben dürfte. Traumtor im Alfred-Kunze-Sportpark bei Energies Auswärtssieg in Leipzig-Leutsch.
Piplitzer am Boden. Muss behandelt werden. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat Jamal Ciane auch schon den Wechsel angekündigt. Sieht nicht gut aus für Piplitzer. Ist das bitter für Almedin Shiva und seinen Torschützen? Lasse Koslowski, der Unparteiische, nimmt die Zeit. Das Ganze wird natürlich nachgespielt werden. Koslowski, derjenige, der die Partie heute leitet. Seit 6 Jahren Zweitliga-Schiedsrichter Lasse Koslowski aus Berlin. An seiner Seite Philipp Vierock und Pascal Wien. Und tja, das ist mal ein Wechselbad der Gefühle in der Anfangsphase für Lok Leipzig und insbesondere für Piplitzer. In Spielminute 4 bringt er Lok in Führung. In Spielminute 11 muss er verletzt ausgewechselt werden. Er ist so wichtig für Lok Leipzig. Schwer zu deuten, diese Gestik. Irgendwas hat zugemacht, womöglich. Hoffentlich nichts Ernstes für den Youngster mit gerade einmal 20 Jahren. Absolut gesetzt im zentralen Mittelfeld bei Almedin Shiva. Mike Egelseder, also der neue Mann bei Lok. Ich gehe davon aus, dass Leon Heinke aus der Innenverteidigung ins zentrale defensive Mittelfeld vorrückt und Egelseder seine angestammte Innenverteidigerposition einnimmt. Egelseder, klassischer Innenverteidiger. Heinke kann sowohl als auch Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld. Engelhardt, gute Hereingabe. Und das Luftloch von Zalewski. Nicht bestraft von Energie Cottbus. Eisenhut. Mit Hildebrand. Gut gespielt. Es gibt den Freistoß für Energie Cottbus. Axel Borgmann, der Kapitän, bricht durch. Und Mike Egelseder sieht sofort die gelbe Karte. 2 Minuten auf dem Platz und schon verwarnt. Es ist eine Menge Feuer drin in dieser Anfangsphase. Starker Antritt von Axel Borgmann, der von Egelseder nur zu bremsen ist, indem dieser klar den Körper reinstellt und Borgmann ausbremst. Sehr gute Position für Energie Cottbus. Borgmann steht da mit Putze. Die beiden treten ab. Und dann wartet Jan-Ole Sievers auf diesen Freistoß. Nicht schlecht getreten, es ist Axel Borgmann, der den Freistoß rausholt und der nach diesem Freistoß die Kopfballchance hat. Pele Wollitz, weiter, weiter. Energie ist keineswegs geschockt nach der frühen Führung für Lok Leipzig. Tolle Fußballatmosphäre, tolle Regionalliga-Atmosphäre. Der Gästeblock hüpft.
zur frühen Führung. Und auf der anderen Seite stehen einige tausend Energiefans im Stadion der Freundschaft, um ihre Jungs nach vorn zu peitschen. Der FC Energie zuletzt zurück in der Spur mit 3 Siegen in Serie, nachdem man im März und zu Beginn des Aprils die Aufstiegschancen verspielt hatte. 4 Spiele am Stück sieglos, nur 2 von 12 möglichen Punkten und das in einer Zeit, in der der BFC vorne wegmarschiert ist. Energie hat keine Chance mehr, nochmal anzugreifen. Stand jetzt 12 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Pronicev mit der Hereingabe. Nächste Gelegenheit für Cottbus und Lok muss langsam aber sicher aufpassen. Berger, die einzige Änderung in der Startformation bei Almedin Chiva im Vergleich zum 1:0 über Babelsberg. Bogdan Rangelov musste dafür auf die Bank. Zalewski, Wufak ist im Zentrum mit dabei. Mike Zalewski holt den Einwurf raus. Auch bei Energie Cottbus nur ein Wechsel im Vergleich zum Kantersieg über Tasmania Berlin. Maximilian Pronicev für Geisler in der Startformation. Wufak auf Zalewski. Es gibt die Ecke für Lok Leipzig. Sascha Pfeffer, der Kapitän, legt sich die Kugel zurecht. Sascha Pfeffer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Almedin Chiva hat ganz klar erklärt, ich brauche ihn, ich will ihn halten. Pfeffer mit der Ecke, zunächst geklärt. Kontermöglichkeit für Energie über Pronicev. Zografak ist mit dabei, Mäder ebenso. Immer noch Pronicev, Zografakis und Sivas. Pfeffer mit Wufak. Energie brandgefährlich. Pronicev macht vieles richtig. Der Abschluss von Zografakis nicht ungefährlich mit Wucht aus kurzer Distanz. Sivas bleibt trotzdem Sieger im 1 gegen 1. Jan-Ole Sivas, der Neuzugang, hat es geschafft, die Torhüterproblematik bei Lok Leipzig zu beheben. Ein echter Glücksgriff, so hat Almedin Chiva sich über ihn geäußert. Freistoß entschieden für Abderrahmane. Almedin Chiva natürlich gefordert in dieser Phase als Coach, in dieser Phase, in der er merkt, dass Energie Cottbus die Oberhand gewinnt, dass Energie Cottbus den Druck hochhalten will auf seine Defensive, die sich natürlich neu sortieren muss mit Egel Sederstadt Heinke in der Innenverteidigung und ohne Pieplitzer im zentralen Mittelfeld. Der Gegenstoß unterbunden, Heinkes Zuspiel nicht genau genug. Zalewski auf Wufak. Abderrahmane und Egelseder. Sirch. Luka Sirch, der andere Innenverteidiger, war bis kurz vor Anpfiff noch leicht fraglich, hatte Schmerzen
am Fuß, hatte zuletzt einen drüber bekommen, auch im Training nochmal einen schmerzhaften Zusammenprall gehabt. Er hat es versucht bei der heutigen Erwärmung und dann grünes Licht gegeben. Hofmann, der Sechser, der sich für den Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und dann den starken Ball spielt auf Hasse. Joshua Putze. Und wieder Hofmann. Nächster kluger Ball von ihm. Die Hereingabe von Nikos Tsografakis. Ins Tor aus. Tsografakis im vergangenen August vom SV Sandhausen gekommen. Stand dort einige Male im Zweitligakader, konnte sich aber nicht durchsetzen. Bei Energie lief es gleich zu Beginn sehr gut für ihn. 9 Tore und 3 Assists hat er bislang erzielt, auch in den letzten Spielen. Brandgefährlich. Lok kann aus dem Ballgewinn nichts machen. Tsografakis zuletzt mit 2 Toren und einer Vorbereitung in den letzten 3 Spielen. Auf ihn gilt es aufzupassen, auch in der heutigen Anfangsphase. Bislang gefährlichster Cottbusser. Pfeffer. Ziane auf Ogbi, die Fahne geht hoch. Etwas spät, aber ich denke zu Recht. Schiedsrichterassistent Pascal Wien hat Ogbidi im Abseits gesehen bei der Kopfballvorlage von Jamal Ziane. Wenn man Christian Beck vom BFC Dynamo außen vor lässt, dann ist das heute auch das Duell der Topscorer in der Regionalliga Nordost. Erik Engelhardt 27 Torbeteiligungen, Jamal Ziane 25. Der einzige, der diese beiden Akteure hinter sich lässt, ist eben angesprochener Christian Beck mit 28 Scorerpunkten in dieser Saison. Bethke einmal geschlagen, ansonsten beschäftigungslos bislang. Zalewski gut gelöst gegen Tsografakis. Zalewski lange nur auf der Bank, in den letzten Wochen regelmäßig in der Startformation, weil Berger und auch Memedovic angeschlagen waren. Da ist Berger, der klärt zur Ecke gegen Yannick Mäder. Yannick Mäder, 2020 aus Zwickau nach Cottbus gewechselt, konnte sich beim FSV in der dritten Liga nicht durchsetzen. Der Mann aus Borna vor den Toren Leipzigs. Pronicev, nicht gut von Sivas, fliegt unter diesem Ball durch und es bleibt heikel. Nochmal die Möglichkeit. Erik Engelhardt trifft die Kugel nicht richtig. Glück für Lok Leipzig. Erst Sivas mit schlechtem Timing und dann können sie mehrfach nicht klären. Borgmann und Engelhardt treffen beide den Ball nicht richtig.
Sirch mit Sievers. Bethke souverän. 19 Jahre jung, der Torhüter. Ciane auf Ogbidi. Natürlich ist das immer wieder eine Waffe, Ogbidi, der so unvorstellbar schnell ist. Wenn Cianes Ablage halbwegs präzise kommt, dann ist Ogbidi nicht zu halten. Heinke, riskanter Ballverlust, Hofmann. Putze mit Hofmann. Energie versucht es immer wieder spielerisch, sieht gut aus bis zum 16-Meter-Raum. Dann werden die Räume zu eng. Nichtsdestotrotz sind das Ballverluste in der eigenen Hälfte, die Lok Leipzig sich nicht allzu oft erlauben darf. Gegen eine Cottbuser Mannschaft, die natürlich auch bis zu dieser schlechten Phase in den letzten Wochen immer wieder vom Aufstieg geträumt hat. Eine Mannschaft, die über Wochen, über Monate zurückgeworfen wurde durch schweres Verletzungspech, durch Corona-Ausbrüche. Und die es wohl auch deshalb nicht geschafft hat, den BFC ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Auch Lok Leipzig musste eine Menge wegstecken in den letzten Wochen, insbesondere diesen massiven Corona-Ausbruch, der fast den gesamten Kader betroffen hat. Trotzdem sind sie in Schlagdistanz. Pfeffer im Zweikampf mit Hofmann. Sascha Pfeffer, der Kapitän in seinem dritten Frühling, spielt die mit weitem Abstand torgefährlichste und beste Saison seiner Karriere. Und das mit mittlerweile 35 Jahren. Und ganz Leipzig Probst Heider hofft, dass er noch mindestens ein Jahr dranhängt. Jetzt müssen sie wieder hinterherlaufen. Kopfballmöglichkeit für Erik Engelhardt. Er ist brandgefährlich, insbesondere in den letzten Tagen. Zwei Tore gegen Meuselwitz, zwei Tore und eine Torvorlage gegen Tasmania macht in Summe 5 Scorerpunkte in den letzten 2 Spielen. Da muss Lok hellwach sein, darf Energie nicht zu viel anbieten und muss langsam aber sicher versuchen, mal wieder auch offensiv Akzente zu setzen. Hasse passt auf vor Wufak. Berger zum Eckball. Cottbus macht das nicht schlecht seit dem Rückstand. Hält konsequent den Druck oben auf die Leipziger Defensive. Sowohl durchs Zentrum mit Pronicev als auch über die Außen mit Borgmann und Hasse, die immer wieder von hinten Druck machen. Und Mäder und Zografakis, die vorne wirbeln. Pronicev mit dem nächsten Eckball.
Und der nächste folgt sogleich für Energie Cottbus. Axel Borgmann, ausgebildet beim MSV Duisburg und bei Schalke 04, ein Kind des Ruhrgebiets. Seine Ecke zunächst geklärt. Wufak. Kein Foul, richtig gesehen von Lasse Koslowski. Klar Ball gespielt, auch wenn Wufak dann noch getroffen wurde und immer noch am Boden liegt. War das ein sauberes, wenn auch letztlich schmerzhaftes Tackling. Fair von Energie, sie spielen den Ball raus, fair von Lok, sie geben ihn zurück und dann kann es weitergehen. Keine Behandlungspause notwendig für Erik Wufak, der steht wieder und läuft weitgehend rund. Nächster Antritt von Borgmann. Ponychev. Energie spielt schönen Kombinationsfußball. Sievers mit Problemen. Putze, Sievers und nochmal Putze. Riesengelegenheit für Joshua Putze. Sievers erst mit dem leichten Schnitzer und dann mit einer herausragenden Reaktion. Da hat er Probleme und den hält er einfach nur Weltklasse. Undankbarer Ball für Sievers von Pronicev, flattert ohne Ende. Trotzdem muss er versuchen, den irgendwie zur Seite zu klären oder festzuhalten. Was er dann gegen Putze veranstaltet beim Nachschuss, ist einfach Extraklasse. Nächstes ganz dickes Ding für Energie Cottbus. Die Gastgeber hätten sich den Ausgleich mittlerweile verdient. Sagt Paolo Pipliza, offensichtlich umgeknickt im Luftzweikampf, so die ersten Informationen aus dem Stadion. Wir sind gespannt, welche Diagnose da im Laufe des Abends noch kommt, in der Hoffnung, dass es nicht zu wild ist beim Defensivakteur von Lok Leipzig. Kuriose Geschichte, ein Pipliza trifft in Cottbus. Zack Paolo macht sein erstes Tor in der Regionalliga Nordost. Genau dort, wo sein Papa Tomislav Fußballgeschichte geschrieben hat. Die Cottbuser Vereinslegende Tomislav Pipliza. Nicht zuletzt berühmt geworden durch dieses kuriose Eigentor damals gegen Mönchengladbach. Natürlich eine Szene, die im Kopf bleibt, die Tomislav Pipliza auch nicht mehr los wird, auch wenn er im Trikot des FC Energie vieles Großes geleistet hat, hat die Bundesliga-Zeiten in der Lausitz mitgeprägt, wie kaum ein zweiter.
Lok tut sich schwer, schafft es kaum noch, selbst Möglichkeiten herauszuspielen. Immer wieder fehlt im letzten Augenblick, beim letzten Zuspiel, die Präzision und die Genauigkeit. War vorhin bei Ciane der Fall, jetzt wieder bei Berger. Stattdessen sieht das bei Energie Cottbus über weite Strecken sehr gut aus. Der Ball rollt gut. Und sie schaffen es, immer wieder Lok in Bedrängnis zu bringen. Abderrahmane. Guter Ball. Heinke entscheidend gestört von Hildebrand, der sogar den Eckball verhindert und den Ballbesitz bei Cottbus hält. Starke Defensivaktion von Jonas Hildebrand und Lok ist offen beim Gegenstoß. Mäder. Und wieder ist es Putze gegen Sievers. Sinnbildliche Aktion gerade. Jetzt Lok mit Wufak. Gegen Eisenhut. Und es bleibt dabei. Echte Torchancen erarbeitet sich nur Energie Cottbus. Wieder bleibt Sievers Sieger gegen Putze. Lok mit zu wenig Entschlossenheit, mit zu wenig Durchschlagskraft bei den eigenen Offensivaktionen. Ganz anders sieht das aus bei Energie Cottbus, die es immer wieder schaffen, die Angriffe sauber zu Ende zu spielen. Und dementsprechend mit großer Regelmäßigkeit für echte Torgefahr sorgen vor Jan-Ole Sievers. Und das sind bei Energie Cottbus keineswegs Zufallsprodukte. Hier mal der Fehlpass von Eisenhut. Es sind in aller Regel fein rausgespielte Angriffe. Das sieht im Großen und Ganzen sehr gut aus. Bei den Gastgebern allein belohnen konnten sie sich noch nicht. Lok führt weiterhin mit 1:0 durch die frühe Führung durch Pieplitzer. Putze. Nächster Ballgewinn durch Mäder gegen Salewski. Mäder startet und den kann er nicht bekommen. Engelhardt. Tore hat er bislang gemacht in dieser Saison. Seine erste in der Regionalliga Nordost. Neuzugang vom FC Hansa Rostock. Ausgebildet beim 1. FC Nürnberg. Mit Hansa aufgestiegen im Vorjahr in die zweite Liga. Gleiches wollte er in diesem Jahr mit Energie wiederholen aus der Regionalliga in die dritte Liga. Man hat es nicht geschafft, die Leistungen der Hinrunde zu bestätigen. Das Verletzungspech hat eine Rolle gespielt und die daraus resultierende mangelnde Konstanz in den eigenen Leistungen. Zuletzt hat Cottbus wieder Fahrt aufgenommen, 5-mal in Folge ungeschlagen.
das Team von Pele Wollitz. Er weiß ja durchaus, wie dieser Aufstieg in die dritte Liga funktioniert. 2018 hat er Energie zurückgeführt in den Profifußball. Nach nur einem Jahr folgte der unfassbar bittere Abstieg, als am letzten Spieltag nur ein einziges Törchen fehlte, um die Klasse doch noch zu halten. Jetzt die nächste Gelegenheit. Wieder ist es Putze. Der wird gebremst, der fordert den Strafstoß und der ärgert sich, dass er ihn nicht bekommt. Pronicev. Die nächste Möglichkeit. Zografakis. Immer noch Zografakis. Berger dazwischen. Immer noch Cottbus. Borgmann. Pronicev kommt nicht dran. Hasse. Hofmann. Egelseder. Lok unter Druck. Und Heinke. Auf Ziane. Bislang nicht zu sehen. Auch diesen Ball kann er nicht kontrollieren. Energie, die klar bessere Mannschaft, der Ausgleich, eine Frage der Zeit, wenn Lok nicht aktiver wird. Gute Hereingabe und dann ist es passiert. Dann ist es passiert. Pronicev trifft zum 1:1 in Spielminute 41. 14. Saisontor für Pronicev. Pele Wollitz hat ihn zurückgeholt in die Startformation. Pronicev bislang mit Ladehemmung im Jahr 2022. Jetzt macht er sein erstes Tor in diesem Kalenderjahr. Zografakis wird einfach gar nicht attackiert von Lok Leipzig, kann sich den Ball zur Flanke zurechtlegen. Und auch Pronicev hat so viel Platz. Das darf nicht passieren. Der steht auf der 5-Meter-Raumlinie und hat meterweise Platz in alle Richtungen. Ebenso wie Flankengeber Zografakis. Lok Leipzig, eigentlich bekannt dafür, defensiv so stabil, so konzentriert zu sein. Das gilt in den letzten Minuten ganz und gar nicht. Der Ausgleich hochverdient, weil Lok es nicht schafft, Druck aufzubauen auf die beiden entscheidenden Akteure. Weder Zografakis noch Pronicev werden attackiert und so steht es 1:1. Und Energie will mehr. Hoffmann. Engelhardt nicht zurückgepfiffen. Abdrahmane passt auf. Wufak gelingt kaum etwas. In dieser Phase jeder Ball sofort wieder weg. Tunnel für Salewski. Mäder gegen Sirch. Putze. Die Kulisse ist da. Das Stadion der Freundschaft merkt, in dieser Phase ist Lok Leipzig verwundbar. In dieser Phase können wir direkt auf 2:1 stellen. Nächster merkwürdiger Ballverlust gerade von Lok. Das nächste Missverständnis. Sie kriegen die Kugel nicht unter Kontrolle. Sie kriegen Cottbus nicht in den Griff. Pronicev auf Engelhardt. Starker Ball. Und dann gibt es den Freistoß für Abderrahmane. Auch er natürlich gefordert in einer solchen Phase als Spielgestalter, als der Mann, der den Ball immer wieder haben will, als der Mann, der immer spielerische Lösungen sucht. Muss mit dafür sorgen, dass Leipzig hier zurückfindet in die Partie und es mal schafft, Ballbesitzphasen zu generieren und nicht in den nächsten Gegenangriff zu laufen. Hofmann macht zu wenig draus. Putze beklagt sich am unteren Bildrand, hatte so viel Platz und bekommt die Kugel nicht von Hofmann. Trotzdem kann Pele Wollitz zufrieden sein.
mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Sie sind hier die klar bessere Mannschaft. Sie haben einen Tiefschlag kassiert gleich zu Beginn und seitdem haben sie alles im Griff. Pfeffer mit Problemen, letztlich nicht bestraft. ...20 Sekunden noch auf der Uhr in Durchgang 1. Lok Leipzig kann froh sein, wenn es hier mit dem Unentschieden in die Kabine geht. Nochmal Borgmann. Gestört von Ciane, der wird zurückgepfiffen. Freistoß Cottbus, reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Hofmann. Eisenhut. Pfeffer. Guter Ball. Und Ogbidi. Gegen Hofmann. Immer noch Ogbidi, jetzt gedoppelt. Viel mehr war nicht drin, gibt nochmal den Einwurf für Lok. Theo Ogbidi, der kaum Akzente setzen konnte in dieser Partie, gilt gleichfalls für Ciane und Wufak. Die drei Offensivakteure zusammen mit Sascha Pfeffer bei Lok. Leipzig ausschließlich nach Einwürfen gefährlich und dann pfeift Lasse Koslowski zum Pausentee. 1:1, Pele Wollitz mit der Leistung darf er hochzufrieden sein, mit dem Ergebnis nur am Rande, denn es war deutlich mehr drin für Energie Cottbus. Almedin Shiva, frühe Führung und dann kam kaum noch was. Kaum noch Chancen für seine Mannschaft, die es in der Defensive nicht geschafft hat, Energies Spielfreude einzubremsen. Die Atmosphäre ist gut im Stadion der Freundschaft und wir freuen uns auf spannende zweite 45 Minuten. Wir melden uns sofort zurück, sobald es hier weitergeht. Bis gleich.
Wir sind zurück im Stadion der Freundschaft. Durchgang 2 steht an zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Lokomotive Leipzig. 1:1 der Halbzeitstand. Durchaus glücklich für die Gäste. Energie, die klar bessere Mannschaft, hat sich reihenweise Großchancen herausgespielt. Nur eine davon genutzt in diesem Nachholspiel vom 29. Spieltag, das eigentlich schon Mitte März hätte stattfinden sollen. Lasse Koslowski pfeift die zweite Hälfte jeden Augenblick an. Jetzt ist es soweit und Energie in Rot und Weiß jetzt von rechts nach links. Vielleicht haben Sie es gesehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Halbzeitpause. Rührende Szenen, der verletzte Zack Paolo Pieplitzer wurde vom Platz getragen in die Kabine und bekam von der gesamten Cottbuser Kurve Applaus. Sieht man auch nicht alle Tage, dass ein Gästetorschütze hier so in die Kabine verabschiedet wird. Er hat bis 2011 für Energie gespielt in der Jugend. Sein Papa Tomislav, die Vereinslegende, die Familie Pieplitzer in Cottbus immer gern gesehen, selbst wenn sie gegen Energie trifft. Pronicev. Kreativer Kopf der Mannschaft, an vielen Aktionen in Durchgang 1 beteiligt. Nicht zuletzt der Torschütze. Zum Ausgleich Engelhardt, auch er stets aktiv gegen Berger. Robert Berger, auch er ein Ex-Cottbusser, bei Energie ausgebildet. Wichtig für ihn, dass er nach Verletzungspause wieder mit dabei sein darf gegen seinen alten Club Borgmann. Axel Borgmann hat vor kurzem seinen Vertrag verlängert, der Kapitän. Guter Antritt von Jonas Hildebrand, die Hereingabe kam nicht. Starke Grätsche von Hofmann gegen Ogbidi. Ziane bekommt den Freistoß, leicht gezogen. Leipzigs Top-Torjäger bislang blass in dieser Partie. Sirch. Ogbidi mit dem Foulspiel an Borgmann. Leipzig fehlt bislang die Kreativität, um hier spielerisch Akzente zu setzen. Das Führungstor, ein Zufallsprodukt nach eigenem Einwurf. Seitdem aus dem Spiel heraus keine Torgelegenheit für Lok Leipzig. Die erste Hälfte erinnerte ein wenig an das Hinspiel. Energie gewann mit 3:1 im Bruno-Plache-Stadion. Man hört oft von Lok Leipzig, dass man mit einigen vergebenen Spielen hadert, wo man gute Leistungen gezeigt hat, aber keine 3 Punkte einfahren konnte. Das gilt nicht für die Partie gegen Energie Cottbus. Einhellige Meinung. Diese Niederlage haben wir absolut verdient. Energie mit einem bärenstarken Auftritt in der Hinrunde. Energie mit einem bärenstarken Auftritt in Halbzeit 1. Können Sie den bestätigen? Dann wird es heute ganz eng für Lok. Borgmann mit dem nächsten Vorstoß. Starke Hereingabe.
mit Vollspann, mit Schmackes, mit Risiko auf Erik Engelhardt. Gibt den Einwurf für Berger. Hoffmann. Und Ogbidi. Wichtiger Ballgewinn. Heinke mit dabei. Wufak im Abseits. Ogbidi muss abbrechen. Da ist Wufak. Pfeffer. Fahne bleibt vorerst unten. Und dann Abderrahman. Ein geborener Kopfballspieler ist er. Nun wahrlich nicht. Immerhin mal ein Zeichen von Lok Leipzig. Der Ballgewinn im Mittelfeld und der sofortige Konter, den sie weitgehend sauber ausspielen, auch wenn die echte Torgefahr letztlich ausbleibt. So zumindest doch mal ein Signal an Energie Cottbus. Hallo, wir sind auch noch da. Ogbidi schafft es am heutigen Tage überhaupt noch nicht, seine Stärke, das große Tempo, die enorme Geschwindigkeit auszuspielen. Zografakis gegen Berger. Immer noch Zografakis! Und Sivas mit der nächsten tollen Parade. Tückischer Ball hat sich da noch so reingedreht und dann wird es wieder gefährlich. Engelhardt ausgebremst von Egelseder im Zweikampf. Wufak. Wufak, Ciane kommt nicht dran, Bethke. Kaum gefordert, dann zur Stelle. Berger kommt nicht in den Zweikampf gegen Zografakis. Und dann ist es letztlich ein dankbarer Ball für Sivas, der darf fliegen. Pronicev und Berger rettet in höchster Not. Es bleibt dabei. Energie Cottbus, die bessere, die gefährlichere Mannschaft. Hasse beim Einwurf. Hoffmann. Ins Nirgendwo. Jonas Hoffmann, der sich zuletzt zurückgekämpft hat in die Startelf bei Energie Cottbus, hatte einen schwierigen Start ins neue Jahr, hatte lange mit Magenproblemen zu kämpfen, dementsprechend viel Trainingsrückstand. Dann kam noch eine Corona-Infektion dazu. Mittlerweile ist er wieder gesetzt im zentralen Mittelfeld bei Energie. Gute Bewegung von Ogbidi. Energie löst es mit vereinten Kräften, weil Jonas Hildebrand hellwach ist. Hildebrand, auch er hatte vor Monatsfrist mit einer Corona-Infektion zu kämpfen, hätte gegen Lok Leipzig nicht antreten können, wenn das Spiel zum regulären Zeitpunkt stattgefunden hätte, vor rund einem Monat. Mittlerweile Hildebrand wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Egelseder gut gelöst. Zalewski. Ciane. Er braucht nicht viele Situationen. Bislang hatte er keine einzige am heutigen Tage.
Nichtsdestotrotz Jamal Tziane einer, den man nie abschreiben darf. Insbesondere nicht in diesem Spieljahr das mit Abstand Beste seiner Fußballerlaufbahn. Guter Ball von Sievers auf Pfeffer. Sehr schöner Ball. Heinke verzögert. Hufak war gestartet. Pfeffer. Stark gespielt. Berger. Berger. Gute Hereingabe. Und dann gibt es die Ecke für Lok. Bethke rettet noch in höchster Not. Schon die zweite Situation, in der Lok für Torgefahr sorgt. Szenen, wie man sie in Durchgang 1 über 45 Minuten vermisst hat. Mit Ausnahme des Führungstores, das nach einem Einwurf zustande kam. Gut gelöst von Hofmann. Mäder. Mäder gegen Berger. Sauber abgegrätscht vom Außenverteidiger. Hier die Hereingabe. Hofmann ist es, der vor Wufak rettet. Mit einer nicht zu unterschätzenden Eigentorgefahr. Bethke muss sich lang machen. Am Ende sauber gelöst. Und direkt im Gegenzug gibt es die Ecke auf der anderen Seite. Pronicev. Zografakis. Wieder stark gelöst von Zografakis. Sievers ist da. Nochmal die Möglichkeit für Cottbus. Wieder Sievers. Ist das stark, was der Jan-Ole Sievers da heute alles rauskratzt gegen Eisenhut war's. Mein lieber Mann, Jan-Ole Sievers, außergewöhnlich, wie der immer noch mal einen Fuß oder einen Arm an den Ball bekommt. Ein tolles Fußballspiel. Von Cottbus schon im ersten Durchgang, Lok etwas aktiver in der zweiten Hälfte. Nichtsdestotrotz Energie, weiterhin die Mannschaft mit den besseren Chancen. Sievers hat sich wehgetan am Handgelenk. Jan-Ole Sievers, 16 Mal hat er schon zu Null gespielt in dieser Saison. Spitzenwert in der Regionalliga Nordost. Heute musste er zwar schon hinter sich greifen, aber seine Leistung zeigt trotzdem, warum Loks Defensive mit großer Regelmäßigkeit so stabil steht. Er lässt kaum einen durch auf der Linie, der vielleicht beste Torhüter der Regionalliga Nordost. Nochmal die Hereingabe von Zografakis. Und dann ist es erst Putze, dann Pronicev, der geblockt wird, und Eisenhut, der scheitert an Sievers. Ogbidi, zu ungenau auf Berger.
Zografakis. Chef. Hildebrand. Igelseder mit Berger. Ball schon wieder weg. Engelhardt. Borgmann gegen Berger. Intensive Partie im Stadion der Freundschaft. Genau das, was Pele Wollitz sehen will. Missverständnis von Hildebrand und Borgmann. Tja, man kann sich vorstellen, wenn diese beiden Teams verschont geblieben wären von Verletzungspech und massiven Corona-Ausbrüchen, dann wären beide sicherlich noch dick im Rennen. Dann hätte die Regionalliga Nordost noch deutlich mehr Spannung zu bieten. Sievers getroffen von Yannick Mäder. Energie liefert absolutes Regionalliga-Top-Niveau. Leipzig heute nur bedingt. Sie haben aber ihre Qualitäten schon mehrfach unter Beweis gestellt. Mäder kommt zu spät gegen Sievers und trifft ihn. Für mich kann man da auch über Gelb nachdenken. Lasse Koslowski belässt es bei der kurzen Ansage für Mäder. Und für sie, was geht's weiter? Ziane. Kopfballverlängerung auf Ogbidi. Einwurf Leipzig. Tja, und die hoffen natürlich. Sie brauchen noch ein Tor, sie brauchen den Auswärtssieg, um den BFC Dynamo nochmal ernsthaft unter Druck setzen zu können. Sie würden heranrücken auf 5 Punkte. Aber dafür sind 3 Punkte Pflicht in Cottbus. Berger auf Pfeffer, nochmal Berger. Pfeffer mit Ogbidi. Theo Ogbidi gefault. Freistoß für Lok Leipzig aus allerbester Position. Borgmann will es nicht wahrhaben im Zweikampf mit Ogbidi. Der legt sich die Kugel kurz vorbei, wird dann unten getroffen von Borgmann. Geht völlig in Ordnung, was Lasse Koslowski da entschieden hat. Und die drei sollen es richten. Sirch, Abderrahmane oder Pfeffer. Berger kommt dazu. Sirch macht's. Lok Leipzig fordert Handelfmeter. Berger spielt weiter, holt sich den Ball von Hildebrand. Berger mit der Flanke, gut getreten. Da ist Ziane und Bethke. Erste Gelegenheit für Jamal Ziane. Leipzig am Drücker, Berger. Nächste gute Flanke. Wufak. Nächste Ecke für Leipzig. Gut was los im Stadion der Freundschaft, auch weil in Halbzeit 2 endlich auch Lok Leipzig mitspielt. Pfeffer. Foulspiel von Sirch gegen Engelhardt. Cottbus ärgert sich. Lasse Koslowski pfeift diesen Angriff zurück, weil der Ball noch in Bewegung war. Beim Freistoß. Energie wollte das Spiel schnell machen und hat es zu schnell gemacht.
Hoffmann. Schön gespielt. Platz für Hoffmann. Mäder. Engelhardt. Engelhardt. Ogbidi. Stark gelöst von Ogbidi. Pfeffer. Wufak geht ab. Wufak ist schnell, aber nicht schneller als Eisenhut. Gute Aktion von Theo Ogbidi, der den Ball nicht planlos wegdrischt, sondern sich den Antritt zutraut. 5216 Zuschauer im Stadion der Freundschaft sehen ein mitreißendes Regionalligaspiel, in dem Energie Cottbus um den vierten Sieg in Folge kämpft und rund 200 mitgereiste Leipziger auf den Auswärtssieg hoffen, der dazu führen würde, dass Lok weiter drin bleibt im Rennen um den Aufstieg. Pronicev. Wieder Pronicev. Erst gegen Abdrahmane, dann gegen Berger. Hoffmann. Hildebrand mit Pronicev. Heinke passt auf. Abdrahmane und Pfeffer gefoult von Pronicev. Gibt die gelbe Karte klar taktisch. Dieses kurze Zupfen an Sascha Pfeffer. Für Pronicev ist es die 8. in dieser Saison. Engelhardt, der immer wieder mitarbeitet. Der früh attackiert, in diesem Fall Abdrahmane. Er ist nicht nur torgefährlich, er ist auch im Spiel gegen den Ball wichtig für Energie. Erik Engelhardt, der gestern seinen 24. Geburtstag gefeiert hat. Lok steht mittlerweile etwas besser, ist griffiger in den Zweikämpfen, lässt Energie nicht mehr so schalten und walten wie in Halbzeit 1 und in Teilen der zweiten Hälfte. Siane, starker Ball auf Ogbidi. Ogbidi hat Platz. Theo Ogbidi und Siane. Riesending für Lok Leipzig. Jamal Ciane verpasst sein 22. Saisontor. Er hat das Ganze
selbst mit eingeleitet. Sein Ball auf Ogbidi. Der macht dann im Grunde alles richtig und Ciane legt den Ball etwas über den Kasten. War nicht leicht zu verwerten, die Hereingabe. Nichtsdestotrotz wird Lok hadern mit dieser Situation, wenn es hier nicht für 3 Punkte reicht. Borgmann, wieder Engelhardt gegen Berger. Stark gespielt, Zografakis, Zografakis! Und wieder ist Sievers dran mit den Fingerspitzen. Was für eine Leistung von Jan-Ole Sievers am heutigen Abend. Zografakis verzweifelt am Leipziger Schlussmann und er bekommt die Glückwünsche von seinen Kollegen. Ecke schnell ausgeführt. Pronicev. Nächste Gelegenheit. Borgmann kommt nicht richtig dran. Jan-Ole Sievers, unverschämt gut am heutigen Dienstagabend. Lok darf sich bei ihm bedanken, dass sie noch im Spiel sind. Nicht ungefährlich, was Leipzig da hinten veranstaltet. Nächster Ballverlust und Borgmann startet schon wieder. Borgmann gegen Ogbidi. Pronicev holt den Freistoß. Foul von Heinke. Hier nochmal Engelhardt, der sich durchsetzt gegen Berger. Und dann diese Aktion von Putze, extra klasse. Und so wichtig, dass Sievers runterkommt. Er ballt die Faust, feiert sich selbst und das vollkommen zu Recht. Pronicev beim Freistoß. Mit den 2 großen Löchern im Stutzen. Zografakis startet, Pronicev mit der Flanke, Ciane klärt zunächst, Hasse. Sievers, da verschätzt er sich, das gibt's nicht. Situation abgepfiffen, die Fahne war oben. Yannick Mäder. Oder wär's der Abstoß gewesen, Treffer hätte gezählt. Der Treffer hätte gezählt. Yannick Mäder, das gibt es nicht. Jan-Ole Sievers zeigt eine Sensationsvorstellung und erlaubt sich dann einen solchen Schnitzer und wird dafür nicht bestraft. Doppelwechsel bei Energie Cottbus. Kujovic und Malcolm Badu kommen in die Partie. Joshua Putze hat nach starkem Auftritt Feierabend, ebenso wie Yannick Mäder. Mein lieber Mann, was für eine Wahnsinnschance. Hasse mit der Hereingabe. Dann ist es kein Foul, Sievers springt vorbei und Mäder bekommt die Kugel nicht im leeren Tor unter. Kein Abseits von Mäder. Und das ist einfach nur verrückt. Leipzig weiter drin im Spiel.
weil Energie die Mega Maxi XXL Monsterchance nicht verwertet. Hofmann. Kronicev. Abdrahmane gut gelöst, wird gehalten von Hasse. Partie vorher schon unterbunden, sonst hätte Hasse sich über eine gelbe Karte wegen taktischen Foulspiels nicht beklagen dürfen. Foulspiel an Sascha Pfeffer. Einer der meistgefaulten Spieler in der Regionalliga Nordost bekommt wieder auf die Löffel. Insbesondere der Gästeblock singt sich schon mal warm fürs Derby. Das steht ja noch an in Leipzig am 8. Mai. Auswärts bei Chemie, Zukunftsmusik, Ogbidi. Ogbidi, Berger ist ihm keine Hilfe. Ogbidi! Ist das frech? Bethke schon geschlagen. Am Ende fehlt nicht viel zum Sensationstor. Wufak. Der Ball zu hoch für Ziane. Lok Leipzig mit keinem leichten Restprogramm. Hier sehen wir nochmal die Flanke, die fast im Tor landet. Leipzig muss noch gegen Lichtenberg, gegen Hertha 2 ran, dann das Derby gegen Chemie. Zum Abschluss kommt Luckenwalde, der BFC spielt noch gegen Tennis Borussia, gegen Fürstenwalde und dann durchaus anspruchsvoll gegen den BAK und gegen Alt-Glienicke. Jetzt kommt Osman Atilgan für Erik Wufak. Atilgan zuletzt gegen Babelsberg mit seinem Debüttor für Lok Leipzig. Es war gleich ein entscheidendes zum 1:0 Endstand. Atilgan, Hoffnungsträger in der Schlussphase am heutigen Tage. Zografakis. Engelhardt. Lok verteidigt deutlich konzentrierter als im ersten Durchgang. Pfeffer. Zu steil für Ziane. Zu steil für Ogbidi. Bethke mit Hildebrand. Hofmann. Energie löst das Ganze nicht ohne Risiko, aber letztlich doch sehr souverän. Leipzig hält den Druck hoch. Will Energie zum weiten Ball zwingen. Gelingt nicht, weil Badou den Freistoß zugesprochen bekommt. Pele Wollitz in seiner dritten Amtszeit bei Energie Cottbus. Berger macht wieder Druck. Bethke. Und auch der traut sich eine ganze Menge zu mit seinen 19 Jahren im Spielaufbau. Pronicev. Engelhardt. Deutlich mehr Gegnerdruck aktuell bei Lok Leipzig. War nicht immer so in dieser Partie. Aggressiveres Anlaufen und deutlich weniger Zeit für Energie Cottbus,
diese Angriffe sauber auszuspielen. Almedin Shiva macht seine Jungs scharf, peitscht sie nach vorne. Spiel völlig offen. Berger nimmt viel Anlauf für diesen Einwurf. Aus einer ähnlichen Situation ist die Führung für Leipzig entstanden. Diesmal verteidigt Cottbus besser. Berger gegen Zografakis. Lok stellt alles zu. Eckball hätte Sascha Pfeffer gerne gehabt. Es gibt den Abstoß und den nächsten Wechsel bei Almedin Shiva. Damir Mehmedovic kommt in die Partie. Für ihn geht Robert Berger. Zalewski dürfte auf die rechte Seite gehen. Mehmedovic seine angestammte Linksverteidigerposition einnehmen. Schlussphase läuft. Berger ist platt, nachdem er über Wochen nur individuell trainieren konnte. Zuletzt meist Lauftraining absolviert. Laufintensives Spiel für den Außenverteidiger. Für den Ex-Cottbusser, der jetzt zusehen muss, wie seine Jungs Engelhardt nicht in den Griff kriegen. Badu, Ball gespielt. Hasse mit dem Nachschuss. Nee, drüber gelegt auf Pronicev. Ganz feiner Fußballer, Maximilian Pronicev. In der Hinrunde Pronicev im Power-Modus. 13 Tore vor Weihnachten heute, sein erstes im Jahr 2022. Ogbidi. Ogbidi. Theo Ogbidi, bester Vorbereiter der Regionalliga Nordost. Sascha Pfeffer. Pfeffer geht ins Dribbling und läuft sich fest. Atilgan. Kein Foul. Badu. Kujovic. Badu. Starker Ball auf Borgmann. Der hat Platz. Pronicev. Hasse mit dabei. Hoffmann. Hildebrand, Neuaufbau. Hasse. Schwacher Ball auf Mehmedovic. Atilgan und Mehmedovic. Lok braucht das Tor, um Anschluss zu halten an den BFC Dynamo. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Im Stadion der Freundschaft, Energie Cottbus mit einem starken Auftritt weiterhin. Lok defensiv gefordert. Immer wieder. Trotzdem müssen sie offensiv Akzente setzen. Ogbidi. Da hat man kurz gesehen. Wenn er antritt, dann läuft er allen davon. Hat einiges aufgeholt gegen Hildebrand. Ziane zurückgepfiffen.
Sographakis. Rund 5 Minuten noch. Pfeffer gegen Pronicev. Sauber gelöst vom Cottbusser. Schwacher Ball. Ogbidi nimmt den nächsten Anlauf. Gebremst von Hildebrand. Abdurrahmane bekommt den Freistoß und Jonas Hildebrand ist fassungslos. Der Neuzugang von Rot-Weiß Essen legt sich im Grunde vor den Ball. Und es gibt trotzdem den Freistoß für Lok Leipzig. Ogbidi angeschlagen, dürfte aber weitergehen für ihn. Ja, das geht in Ordnung. Er trifft Abdurrahmane an beiden Beinen. Und auch wenn er den Ball spielt, kann man da durchaus auf Freistoß entscheiden. Egelseder. Nächster Ballverlust von Energie. Nächster Fehlpass. Die häufen sich. Pfeffer. Atilgan. Noch nicht richtig drin im Spiel. Bekommt die Bälle nicht unter Kontrolle, findet defensiv nicht in die Zweikämpfe. Anders als Engelhardt, der ist nach wie vor höchst präsent. Ebenso Zografakis gegen Heinke. Zografakis, starke Hereingabe. Und Sievers mit einer Faust, wieder nicht ganz glücklich, aber es reicht diesmal. Hildebrand. Ein echtes Kampfspiel. Engelhardt bekommt den Freistoß. Gedoppelt von Heinke und Zalewski. Engelhardt zieht den Freistoß. Hier nochmal Egelseder mit missglücktem Befreiungsschlag und dann die Faustabwehr von Sievers, die beim Mitspieler landet. Das Stadion der Freundschaft hofft auf den späten Siegtreffer. Hoffmann beim Freistoß. Ziane ist es erneut, der hinten ausbügelt. Zografakis. Badou. Atilgan kommt nicht hinterher. Wieder Ziane. Pronicev. Lok eingeigelt. Abdurrahmane. Pronicev mit Hasse und Hofmann. Zografakis gegen Abdurrahmane. Memedovic hat eigentlich so viel Zeit, kann den von der Brust abtropfen lassen und Sievers nimmt ihn auf. So weiterhin Ballbesitz, Energie. Borgmann mit dem nächsten Abschluss. Pronicev geht runter. Hat Feierabend kurz vor Schluss. Für ihn kommt Niklas Geisler. 1:1 der Stand im Stadion der Freundschaft. Bleibt es dabei? Nach dem Spielverlauf am heutigen Abend könnte Lok Leipzig damit gut leben. Mit dem Blick auf die Tabelle natürlich nicht. Sie würden verkürzen den Rückstand auf den BFC, aber eben nicht auf 5, sondern auf 7 Punkte. Vielleicht jetzt nochmal Ogbidi. Theo Ogbidi. Immer noch Ogbidi.
Stark gespielt. Badu. Geisler. Läuft sich fest, holt sich die Kugel zurück. Und dann ist die Partie unterbrochen. Borgmann hat sich da wehgetan. Kommt Lok Leipzig hier nochmal zu einer Gelegenheit. Lasse Koslowski stoppt die Zeit, wird das sicherlich nachspielen lassen. Borgmann humpelt runter. Pfeffer. Fehlpass Pfeffer, Hildebrand hellwach und Badu hat Platz. Engelhardt startet. Engelhardt bekommt den Ball nicht. Schwach gespielt von Badu. Nochmal Pfeffer gegen Borgmann, der wieder da ist. Pele Wollitz ärgert sich, dass die Einwurfentscheidung zugunsten von Lok Leipzig ausfällt. Die dickeren Gelegenheiten, die hatte Energie Cottbus. Im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, auch in der zweiten Hälfte mit leichten Vorteilen, auch wenn Lok da deutlich besser im Spiel war. Ciane Atilgan, nächste unglückliche Aktion von ihm, findet nicht so richtig rein. Hofmann. Hasse. Mehmedovic mit dem Fehler. Am Ende kriegen sie es irgendwie gelöst. Atilgan. Kommt wieder nicht dran, Ball in den Rücken. Und dann ist das Spiel zu Ende. Der Abpfiff von Lasse Koslowski. Es bleibt beim 1:1. Dieses Unentschieden gegen Tasmania Berlin, das tut Lok Leipzig nach wie vor weh, als man gegen den Tabellenletzten, der 15 Mal in Folge verloren hatte, Punkte liegen gelassen hat. Heute erneut nur unentschieden gegen einen starken FC Energie. Lok hat dagegen gehalten, Sievers hat über weite Strecken exzellent gehalten. Kurzer verbaler Infight noch mit Pele Wollitz und am Ende hängende Köpfe bei Lok Leipzig. Nur ein Sieg aus den letzten 4 Spielen, zu wenig, um die Mini-Durststrecke des BFC auszunutzen und den Spitzenreiter nochmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. 4 Spieltage sind noch offen in der Regionalliga Nordost. Lok Leipzig hat 7 Punkte Rückstand auf Berlin. Carl Zeiss Jena bleibt Tabellenzweiter mit 6 Punkten auf den BFC. Dazu ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Der BFC muss richtig was liegen lassen, damit es nochmal ernsthaft spannend wird in dieser Regionalliga Nordost in dieser Saison. Lok wird trotzdem gefeiert vom mitgereisten Anhang. Die Leistung in Durchgang 2 war völlig in Ordnung. Die Leistung in dieser Saison, die ist auch
völlig in Ordnung, brauchen wir nicht drüber reden. Kleiner Kader, viele Corona-Probleme, immer wieder geplagt durch Quarantäne und Krankheit. Lok Leipzig spielt im Großen und Ganzen eine tolle Saison, kann mit sich zufrieden sein, ist Almedin Schiever auch. Und nichtsdestotrotz tun diese Momente natürlich irgendwie weh, wenn man weiß, wir hätten uns noch mal zurückmelden können. Am Ende hat's nicht gereicht. 1:1 trennen sich Energie Cottbus und der erste FC Lok Leipzig. Alles Weitere, die Stimmen zu diesem Spiel und zu all dem, was im mitteldeutschen Fußball sonst noch los war. Sachsenpokal und Drittliga-Fußball in Halle, das finden Sie natürlich in der Sport im Osten-App und gleich im MDR-Fernsehen bei MDR aktuell. Das soll es gewesen sein mit dem Livestream vom heutigen Spiel. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen schönen Dienstagabend. Wie gesagt, gerne einschalten im MDR-Fernsehen und gerne reinklicken in die Sport im Osten-App. Tschüss aus Cottbus, machen Sie es gut, ciao. Thank you.